Moin! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beantworten wir die wahrscheinlich meistgestellte Frage, die wir so gestellt bekommen. Und zwar, wie verdienen wir unser Geld auf Reisen? Genau. Das was arbeiten wir eigentlich? Ja, was machen wir den ganzen Tag und wie können wir Arbeiten und Reisen verbinden? So, und das wollen wir euch in diesem Video beantworten. Ja, im Endeffekt ist das, was Melli da gerade macht, auch schon Teil unserer Arbeit. Und zwar erzähle ich euch ganz kurz was zum Setup. Wir haben uns selbstständig gemacht und haben eine eigene GbR gegründet, und zwar in Deutschland. Wir sind beide Gesellschafter unserer eigenen Firma. Es ist am Anfang ein bisschen komisch, das so zu sehen. Ja, aber im Endeffekt sind wir in Deutschland zwar noch gemeldet bei meinen Eltern, aber sind überwiegend auf Reisen, und wir kriegen die Post zu meinen Eltern zugestellt und die leiten das dann an uns weiter. Wir sind in Deutschland privat rentenversichert, wir zahlen unsere Steuern in Deutschland und haben auch eine Auslandsreisekrankenversicherung, über die wir weltweit krankenversichert sind. Da zahlen wir momentan 35 Euro pro Person im Monat. Ziemlich cool, habe ich auch schon mal in Anspruch genommen, als mir ein Zahn abgebrochen ist, also funktioniert wunderbar. So viel mal zum Setup. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie einfach runter in die Kommentare. Ich versuche sie ASAP zu beantworten. Eventuell ergibt sich da ja nochmal ein neues Video draus. Ja. Wie verdienen wir eigentlich Geld? So. Eine Sache, die offensichtlichste vielleicht, ist gerade YouTube. Und zwar, während du das Video schaust, wird hin und wieder Werbung eingeblendet. Auf diese Werbung habe ich keinen Einfluss. Also was da genau ausgestrahlt wird, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur beeinflussen, wann die Werbung ausgestrahlt wird. Wenn du dir das anschaust und dir die Werbung anschaust, verdienen wir ganz, ganz kleine Beiträge. Also wir reden da wirklich von Centbeiträgen. Ich meine da 1 Cent, 2 Cent, vielleicht auch mal 5 Cent. Aber es muss da schon eine ganz große Menge an Zuschauern zusammenkommen, dass man sagt, von YouTube kann man leben. Es gibt Kanäle, die verdienen mit 20.000 Abonnenten viel Geld, und es gibt aber auch Kanäle, die verdienen mit 100.000 Abonnenten nicht genug, um wirtschaftlich nachhaltig zu sein. Bei uns ist das momentan so, dass wir über YouTube 10-20% unserer Ausgaben decken können, natürlich noch weit von entfernt, viel Geld mit YouTube zu verdienen, aber YouTube ist auch nur ein Standbein. Ja, was ich noch vergessen hatte, ist, dass wir eine Sache bei YouTube natürlich doch beeinflussen können, und zwar, wenn wir selbst Werbung schalten und das nicht YouTube überlassen. Das habt ihr vielleicht schon in den vorherigen Videos hin und wieder mal gesehen, dass wir dann am Anfang des Videos in 60 Sekunden meistens ein Unternehmen vorstellen, ein Produkt vorstellen oder eine Dienstleistung präsentieren, von der wir selbst überzeugt sind, und dann kriegen wir Geld direkt vom Unternehmen. Die kaufen sich dann quasi in der Sendezeit bei uns. Und dann werden wir direkt von dem Unternehmen bezahlt. Das läuft dann außerhalb von YouTube. Und das sind natürlich aber auch nur Produkte, Dienstleistungen oder generell Sachen, die wir selber sehr, sehr cool finden. Also wir würden euch jetzt niemals eine Armbanduhr oder sowas empfehlen, weil wir selber gar keine tragen. Oder irgendwelche anderen Produkte, die halt überhaupt nicht zu uns passen oder die wir halt selbst niemals kaufen würden. Gibt es sehr viele Anfragen zu Produkten, die wir niemals nutzen würden, und 90% aller Unternehmensanfragen lehnen wir einfach ab, weil das einfach keinen Sinn macht. Und dann kommen wir mal zu Standbein Nummer 2. Punkt 2, wie wir unser Geld verdienen, hat unter anderem auch was mit diesem Rucksack zu tun. Und zwar verdienen wir unser Geld über Instagram mit Kooperationen. Das heißt aber nicht, dass Instagram uns zahlt. Also Instagram, da verdienen wir kein Geld. Jeden Tag, wenn wir Stories reinmachen, dafür kriegen wir kein Geld, sondern nur durch Kooperation. Das heißt, Unternehmen schreiben uns an und fragen uns, ob wir deren Produkte mal testen möchten. Und wenn wir sie dann halt gut finden, dann können wir sie quasi weiterempfehlen. Das ist so, der Oma erzählen wir das zum Beispiel so, also unserer Oma, die jetzt nicht versteht, wie verdient man damit Geld, sagen wir sind sozusagen die Zeitung, die moderne Zeitung. Und zwar in der Zeitung kann man ja auch Werbung schalten, und so ist es quasi bei Instagram auch, aber es ist ja sehr persönlich, weil es folgen ja einem auch Zuschauern, die einem vertrauen, und deswegen ist das Ganze nochmal einfach viel schöner, wie jetzt einfach eine Werbung bei ProSieben oder sowas zum Beispiel.
Genau. Und habe ich irgendwas vergessen? Eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen, die ich noch hinzufügen kann. Und zwar verdienen natürlich nicht alle Influencer gleich. Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß die Community ist. Also natürlich umso mehr Reichweite man hat, umso mehr verdient man dann auch mit Kooperationen. Ja, in der Stadt war es gerade ganz schön, beziehungsweise in dem kleinen Örtchen hier, Bitterkuria. Da haben wir jetzt gerade eben eine Kooperation für Instagram gefilmt und Melli lädt das derweil hoch. In der Zeit erzähle ich euch den dritten Punkt, wie wir aktuell Geld verdienen. Das ist aber auch der Punkt, wo jetzt am wenigsten Geld bei uns auf dem Konto ankommt, und zwar sind das Empfehlungen. Also wenn man sich überlegt, wir machen ein Video über die Zeit hier in Fuerteventura und ihr seht euch das an, dann ist das im Endeffekt ja auch Werbung für die Insel, für Fuerteventura, und wenn ihr jetzt im nächsten Sommer hierher fahren würdet, dann hätte die Insel natürlich was davon. Die Empfehlung, die wir jetzt aussprechen, die bezieht sich häufig auf Produkte. Das bedeutet, ihr fragt uns ganz häufig auf Instagram oder halt auch auf YouTube, welche Kamera wir benutzen, welches Equipment wir haben oder welche Teile wir hier im Bus verbaut haben. Und wenn wir euch da einen Empfehlungslink schicken, werden die Preise für euch nicht teurer. Allerdings verdienen wir dadurch eine kleine Provision, die ja zwischen 1 und 8% ist, je nachdem, wo man dann eben einkauft und was man auch einkauft. Da kommt aber mittlerweile so oder immer noch so wenig rum, dass wir das nicht wirklich als Standbein bezeichnen können. Das sind ungefähr 50 Euro im Monat, die wir damit als Einnahmen generieren. Aber ich kenne auch YouTuber oder halt auch andere Content Creator, die mit gezieltem Affiliate Marketing richtig viel Geld verdienen. Und ja, das kann ja auch was sein, weil wenn ich jetzt eine coole Bank kenne und ich empfehle die meinen Freunden, dann wechseln die da einfach so hin. Und wenn ich aber einen Empfehlungslink habe, dann können die über den Empfehlungslink eben auch so zur Bank wechseln zum Beispiel. Und es bleibt für alle Parteien ein bisschen was dabei hängen. Ja, unsere vierte Einkommensquelle sind Buyouts. Genau, sogenannte Produktfotos, die wir für Firmen machen, die uns anschreiben und die dann halt einfach wollen, dass zum Beispiel die Produkte nach Mallorca, Fuerteventura oder wo wir halt auch immer sind, verschickt werden. Und dann sollen wir vor der Kulisse halt einfach Fotos machen. Genau, einfach Produktfotos werden dann an dem Unternehmen verkauft. Genau, also die machen wir dann zum Beispiel, hatten wir das in Südfrankreich mal in Lavendelfeldern, haben wir Produktfotos gemacht und dann eben auch die Fotos an das Unternehmen zurückgeschickt, einen vorher vereinbarten Preis ausgemacht und dann ging das auch voll klar. So, das ist eine Einkommensquelle außerhalb von Social Media, die wir auch sehr schätzen, denn wir wollen ja Social Media und auch YouTube und alle anderen Sachen nicht mit Werbung zuknallen. Genau. Ja, deswegen macht die andere Sache auch sehr oft Sinn für uns. Jo, damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos und zu Punkt 5, wie wir aktuell Geld verdienen. Ja, es gibt nämlich noch die Möglichkeiten, eigene Produkte zu erstellen, zum Beispiel ein E-Book oder man designt irgendwelche Sachen selber, also einfach ein eigenes Produkt quasi vermarkten. Genau, zum Beispiel auch Online-Kurse zu geben. Wenn ihr unsere anderen Videos geschaut habt, habt ihr auch mitbekommen, dass wir planen, ein E-Book über Kaffee zu machen und dann auch als nächstes Online-Kurse rauszubringen, die ihr dann so oft wie ihr wollt besuchen könnt. Darüber hinaus werden wir auch online gehen, um euch live beim Kaffee machen zu helfen und Fragen zu beantworten, die es halt in ein Buch nicht reingeschafft haben. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, von unterwegs zu arbeiten, so wie ihr das halt manchmal halt auch im Homeoffice macht. Also es ist ja nichts anderes als ein Zuhause, nur eben auf 4 Rädern und unterwegs. Ihr Steuerberater haben wir schon getroffen, die von unterwegs die Steuern machen. Programmierer, die von unterwegs Programme erstellen. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten wie Workaway und eben auch Ferienjobs. Also auch im Ausland gibt es Jobs. Melli ist gelernte Friseurmeisterin, ich Barista, und mit diesen Jobs würden wir eigentlich überall Arbeit finden. Könnte man auch saisonmäßig zum Beispiel machen. Sei gesagt, dass wir mit diesen Jobs natürlich jetzt auch nicht reich werden, aber das wird man ja in Deutschland mit ganz normalen Jobs auch nicht. Also nichtsdestotrotz würde ich gerade nichts anderes machen wollen. Bin sehr happy über die ganze Freizeit, die wir haben und über die Freiheit zu entscheiden, wann und wo wir arbeiten. Ja. Ja, somit sind wir dann auch zum Ende dieses Videos gekommen und ich hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten und sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Genau. Dann macht's gut, bleibt gesund. Tschüssi.
Ach, wie schön. Okay.